Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach 3 Monaten der Abstinenz oder so? Heute habe ich ein Thema mit dabei. Matrizen. Gespeichert als Dense Arrays oder zu Deutsch dichte Arrays. Oder spärlich besetzte, beziehungsweise im Englischen Sparse Matrices. Sie fallen zuhauf an in unseren Optimierungscodes, Gleichungssystemcodes, Simulationscodes. Die Frage ist jetzt, wenn ich eine solche Matrix auf die Festplatte speichern möchte, um sie später wieder auslesen zu können und oder um sie teilen zu können. Ne? Wie gehe ich da am besten vor? Weiß ich auch nicht. Aber eine Möglichkeit möchte ich euch zeigen. Und eine andere möchte ich nicht unerwähnt lassen. Wenn man nach diesem Thema googelt, wird einem als erstes Pickle empfohlen. Pickle ist eine richtig gute Lösung. Guck mal, ich habe doch hier vorne irgendwo mal die Dokumentationsseite auf. Pickle ist eine richtig gute Lösung, wenn ich allein für mich Matrizen speichern und wieder laden möchte. Und damit kann ich im Grunde alles speichern und wieder laden, was irgendwie als Python-Objekt darstellbar ist. Aber, und das steht halt eben auch hier in der Dokumentation, ist im Übrigen ein Standardpaket von Python, das muss also nicht nachträglich installiert werden. Das ist auch noch so ein positiv zu erwähnen hier. Warnung, das Pickle-Modul ist nicht sicher. Anpickeln Sie Daten nur, only, denen Sie vertrauen. Und das ist das Problem. Wenn ihr jetzt also Daten online stellen wollt, um sie mit der Welt zu teilen, als gepickelt, dann werdet ihr da wenig Vertrauen gewinnen können, beziehungsweise könnt ihr ja dafür auch gar nicht eure Hand ins Feuer legen, dass nicht zwischendurch mal jemand eure Seite hackt und diese Datei durch eine sehr ähnliche Datei ersetzt, wo in dem Binärcode, den Pickle erzeugt, Schadsoftware versteckt wird. So, also Pickle ist wahnsinnig toll, wenn das gepickelte Objekt wirklich kontrolliert bleibt oder aus kontrollierter Umgebung stammt. Die Frage ist jetzt aber, wenn ihr was mit der Welt teilen wollt oder mit irgendwelchen fernen Kollegen und umgekehrt ihr von denen auch etwas beziehen wollt, dann ist es vielleicht besser, auf ein rein textbasiertes Format auszuweichen. Sowas wie CSV. Und CSV ist auch gar nicht so schlecht. Es hat aber den Nachteil, dass man zwar den Inhalt einer Matrix wunderbar, da sie ja tabellarisch angeordnet werden kann, abspeichern kann, aber Metadaten in die CSV mit reinzubringen, ist zumindest schwierig. Ein anderes, modernere, zwei andere modernere textbasierte Formate wären JSON oder YAML. Und ich möchte euch in diesem Video gerne YAML vorstellen, weil YAML hat ein Feature, das es gegenüber JSON heraussticht. So. Und deswegen haben wir hier also ein kleines Probeskript. Ich führe es einmal aus. Bum, bum. Wir haben einmal hier einen Abschnitt Dense Array. Oh ja, Dense Array. Und Sparse Matrix. So, wir haben hier also eine Liste von Listen als Array Data, eine Liste von Listen. Und die stecken wir in den NumPy oder NumPy Array Konstruktor und generieren uns daraus also ein dichtes Array, das eine 2D-Matrix repräsentieren soll. Wird hier unten in der Konsole dann auch printr, wird also einmal ausgegeben. Das sehen wir hier. 11 202 3003 40004. Das ist jetzt also unser Repräsentant oder unser Beispiel für eine dichte Matrix. Sie könnte, wäre vermutlich, wenn sie aus der Anwendung käme, deutlich größer als 2 kreuz 2, aber für die Demonstration reicht es ja. Und als zweiten Repräsentant für digital ausgedrückte Matrizen habe ich hier mal auch noch eine Sparse Matrix dazu gepackt. Ganz konkret in diesem Fall hier die SciPy CSA Matrix, obwohl es sich mit nahezu jedem anderen Sparse Matrix Format ähnlich realisieren ließ. Ich habe hier das CSA Matrix Format also auch nur beispielhaft genommen. CSR Matrizen im Konkreten werden ausgedrückt über ein sogenanntes Datenarray. Da sind alle Nicht-Null-Einträge drin. 109, 3009, 209, 40009. Ich glaube, das war eine 0 zu 4, egal. Einem Indice-Array, einem Index-Pointer-Array und einem Shape-Tupel. Ja, also das sind diese vier mehrwertigen Datentypen, aus denen sich eine CSR-Matriz initialisieren lässt. Das hier unsere Mat-CSR, auch die printen wir einmal aus. So.
Und da wir jetzt nicht nur, das Schöne jetzt an, im Prinzip auch JSON, aber hier vor allen Dingen YAML, das Schöne an YAML ist, dass wir nicht nur eine Matrix in eine YAML-Datei ausdrücken können, sondern unter Umständen auch mehrere. Und wir können sie immer auch noch mit zusätzlichen Informationen garnieren, irgendwelchen Metainformationen, die möglicherweise kontextbildend sind oder relevant, wie auch immer. Entsprechend bauen wir uns also hier unten nochmal ein Dictionary zusammen, das einmal das dichte Array trägt, einmal die Liste von Listen, aus denen das dichte Array erzeugt wurde, und die Sparse Matrix. Und dieses Dictionary, das nennen wir jetzt mal YAML-Dict, das wollen wir als YAML rausschreiben. Wo wir gerade bei unsicher waren, das will ich auch nochmal einmal ganz kurz vorwegnehmen. Wir können hier auch mit so with open, ja, machen wir mal so content.unsafe.yaml das öffnen wir im Modus read, also lesen, as in stream. Und dann können wir jetzt hier sagen yaml.dump. Jetzt müssen wir sagen, welche Date. Und wir wollen das YAML Dictionary. Als nächstes wollen wir den, nicht den InStream, den OutStream. Also hier war die Benennung dusselig. Und jetzt müssen wir auch noch einen Dumper angeben. Früher war das nicht notwendig, zwischendurch was deprecated. Ob das jetzt schon verboten ist, dass man keinen Dumper angibt, weiß ich nicht, aber egal. Wir machen es einfach mal. Und ich nehme mal hier einfach den normalen Dumper. Das ist, wo YAML auch kritisiert wird, der normale Dumper ist nicht safe. Aber wenn man es weiß, immer schon im Hinterkopf bewahren. Das ist schon durchaus auch eine gerechte Kritik, aber zumindest gut zu wissen, dass es ja noch den sicheren Dumper gibt. So, an der Stelle wären wir im Prinzip auch fertig, aber wir können noch, so hier Default Flow Style, yes, true, false oder none, die Art und Weise, wie dann die Datei am Ende erscheinen soll, auch noch hier optional eine vierte Flag vorgeben. So, das Ganze können wir jetzt ausführen, läuft auch wunderbar durch, also fast. So, open. Ach. Ja, read wie lesen. Ich habe das noch ganz laut ausgesprochen, ne? Nein, write wie schreiben. Und jetzt ist es ja auch ohne Fehler durchgelaufen. Und hier haben wir unser Content Unsafe. Es wurde erstellt. So, R, das war. Wir haben ja drei Schlüssel. Wir haben ja den Schlüssel R, RData und SPR für Sparse R. Und wenn wir jetzt hier reingucken, hier oben ist R, hier ist RData und hier ist SPR. RData ist auch ganz gut lesbar, weil das ist nacktes, reines YAML. Aber das R, das dichte Array, hier ist irgendwas mit Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Python, Object, Apply, NumPy, Core, Multi-Array, Reconstruct, Arg, State, False. Und dann sind hier noch irgendwelche Binaries. Wir haben gerade gesagt, Pickle erzeugt Binaries. Und Pickle ist unsafe. Und diese Kritik gegenüber Pickle, die ist aber nicht Pickle-spezifisch. Das Problem ist nicht Pickle an und für sich, das Problem sind die Binary Datas. Man weiß eben nicht, was in diesem Binary drin steht und was passiert, wenn man versucht, dieses Binary zu lesen, was in aller Regel auch immer eine Ausführung bedeutet. Und jetzt ist hier genau der Punkt, also auch YAML ist im Prinzip in der Lage, binäre Anteile in seinen Dateien zu bevorraten, das muss man wissen. Das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Deswegen sagen wir hier Dumper auch nicht YAML-Dumper, sondern wir sagen Safe-Dumper. Und wenn ich jetzt das Skript ausführe, zack, jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung. Ja? Representer-Error. Cannot represent Object Array. Also er sagt uns, im Safe-Modus kann er das dichte Array nicht darstellen. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir mit diesem Video ansetzen wollen. Wir wollen es aber darstellen und wir wollen es safe darstellen und wir können diesen fehlenden Representer nachreichen. Und genau das machen wir jetzt. Zu diesem Zweck erlaubt es uns YAML. Ja, YAML ist hier oben die Bibliothek, die wir importiert haben. Genau genommen PyYAML kann man mit pip install PyYAML installieren. Das ist keine Standardbibliothek, obwohl von den Anzahlen der Downloads her wohl nah dran. Und wenn man PyYAML installiert hat, muss man aber YAML importieren. Das ist etwas verwirrend und das ist auch sehr selten der Fall. Normalerweise heißen die Pakete oder importiert man die Pakete anhand des Namens, unter dem sie auch installiert werden. Bei PyYAML ist das nicht der Fall. So, also wir importieren YAML und dann können wir hier unten sagen YAML at Representer. Und jetzt müssen wir sagen,
Wofür wollen wir einen Representer hinzufügen? Und wir sagen, naja, hier für NumPy-Arrays. So, NumPy-Arrays sind immer vom Dateityp NumPy-ndArray. So, jetzt als nächstes, nachdem wir jetzt den Datatype gegeben haben, müssen wir eine Representer-Function geben. Darum kümmern wir uns gleich. Und abschließend müssen wir noch einen Dumper mitgeben. Und da können wir jetzt einmal den YAML-Dumper, also der unsichere. Das ist gut, das heißt also selbst beim unsicheren Dumpen können wir dazwischen gehen und sagen, warte, 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 NumPy-Arrays wollen wir anders behandeln. Mach das mal nicht so, wie du es ursprünglich vorhattest. Aber eigentlich zielen wir ja auf den Safe-Dumper ab, weil wir wollen ja, ne, also, sicher Dinge dumpen und später auch sicher laden können, laden dürfen. So, als Representer, also gehen wir hier hin und sagen so, Representer, da wollen wir folgende Funktion definieren, die gibt es jetzt noch nicht, aber das holen wir gleich nach. Den RepresNPArray. So, dann gehen wir hier oben hin. Als erstes mal definieren wir, und das ist jetzt die Stärke von YAML, wir können sogenannte Custom Tags definieren, die mit einem Ausrufezeichen beginnen. Ausrufezeichen und dann, was dahinter kommt, das können wir uns aussuchen. Ich habe mir jetzt mal hier NumPy-Array genommen. Und dann können wir jetzt nämlich damit RepresNPArray, das ist genau die Funktion, die wir hier unten übergeben wollen. Und sie muss einen Dumper annehmen. Ja, also YAML-Punkt. Sagen wir mal Base-Dumper, weil Dumper und Safe-Dumper sind von Base-Dumper abgeleitet. Und wir wollen die zu repräsentierende Date, in unserem Fall ein NumPy-ndArray. Also das zweite Argument ist dann das, was für YAML ein String konvertiert werden soll. Ja, das ist alles, was der Representer macht. Der Representer nimmt ein Python-Objekt einer zum Beispiel selbst definierten Klasse oder hier in unserem Fall NumPy-Array. Und der Repräsentant gibt dann vor, wie dieses Objekt in ein String umgewandelt wird, der dann in YAML übergehen oder in YAML reingehen kann. So. Das Schöne ist, dass YAML ja selber schon Fähigkeiten hat, ausgewachsene Fähigkeiten hat, Dinge in Strings umzugießen. Und wir müssen hier das Rad gar nicht neu erfinden, sondern am Ende des Tages wissen wir ja, das Array haben wir erzeugt, ursprünglich aus einer Liste von Listen. Diese Liste von Listen, die kann man von einem Array wieder zurückverlangen oder man kann NumPy veranlassen, diese Liste von Listen neu zu erzeugen. Und das ist dieses Punkt-to-List. So. Und das gibt uns also eine Liste von Listen, die wertegleich ist mit dem Array. Und dann können wir jetzt hier nämlich sagen, weil wir jetzt eine Liste von Listen haben, represent sequence. Sequence an der Stelle hier ist YAML-Sprech für Python-Liste. Und wir können diesem Represent-Sequence die Liste geben, die es in eine String-Darstellung umwandeln soll. Das ist underscore temp jetzt. Aber abgesehen davon müssen wir ihm auch genau diesen Tag, diesen Custom-Tag mitgeben. So. Ja, PyCharm will mir hier sagen, dass hier keine Liste rauskommt. Da hat PyCharm Unrecht. Allerdings liegt das Problem nicht bei PyCharm, sondern bei NumPy selbst. Die haben also hier die Typenannotation nicht korrekt aufgelöst. Deswegen hat PyCharm hier keine Chance herauszufinden, dass das, was ich hier geschrieben habe, durchaus stimmt. So, damit haben wir jetzt einen Repräsenter. Mit diesem Repräsenter können wir zumindest schon mal YAML-Dateien erzeugen. Nicht einlesen, aber zumindest schon mal erzeugen. So. Also wir haben also einen Repräsenter geschrieben und wir haben ihn registriert. Dann gehe ich mal hier hoch bei unserem YAML-Dict und wir klammern mal die Sparse-Matrix aus, für die wir noch keinen Repräsenter geschrieben haben. Aber wir können jetzt zumindest schon mal, und dann können wir jetzt hier auch umbenennen, jetzt ist Content Safe, weil wir mit dem Safe-Dumper arbeiten, können das einmal ausführen. Zack, und das Ganze erzeugt uns jetzt hier eine YAML. Und da sehen wir hier einmal, wir haben die Liste von Listen übergeben. Wir haben jetzt aber auch unser Array mitgegeben. Und intern hat das also diese Liste von Listen umgewandelt und hier in YAML einmal aufgefaltet.
Also das als Liste von Listen ausgedrückt, aber mit dem Custom Tag. Und dieser Custom Tag, der hat dann auch zur Folge, dass das Wiedereinlesen fürs Erste nicht klappt, weil wir nur einen Repräsenter, aber noch keinen Konstruktor geschrieben haben. So, das will ich einmal ganz kurz vorführen. Vorhin hat es ganz laut gesagt, Modus Read. Jetzt ist der Modus Read auch absolut korrekt. So, Open Content Save im Modus Read. Und jetzt sagen wir so, barfu ist YAML.load in Stream, Komma, und jetzt müssen wir einen Loader mitgeben. YAML. Save Loader. Und dann kann ich sagen, so, print barfu. Und wenn ich das Skript jetzt so ausführe, wumms, dann gibt es einen Fehler. Warum? YAML-Konstruktor, Konstruktor-Error, could not determine a constructor for the tag NumPy-Array. Also er hat keinen Konstruktor gefunden, den er für den Custom-Tag NumPy-Array einsetzen könnte. Kein Problem. Genauso wie wir einen Repräsenter hinzufügen konnten, können wir ja hier auch einen Konstruktor hinzufügen. Und jetzt müssen wir sagen, ein Konstruktor für unseren Tag, der NumPy-Array-Tag, den Tag, den wir auch hier oben, also den wir hier als String definiert haben, hier vergeben haben. Jetzt können wir hier an der Stelle sagen, dies soll ein Konstruktor sein für diesen Tag. So, Konstruktor, so und als nächstes möchte er eine entsprechende Konstruktor-Funktion haben. Die gibt es noch nicht, aber sie wird so heißen. Und jetzt auch wieder können wir einen Loader vorgeben, für den dieser Konstruktor, auf den dieser Konstruktor anwendbar ist. Da können wir hier auch wieder sagen, so Dumper und zum Beispiel Save Dumper. So. Weil hier vielleicht mal. Ach, ich bin. Nein, nicht YAML Dumper, Entschuldigung. Loader. Und hier auch Safe Loader. So, aber unsicher wollen wir ja gar nicht schreiben und lesen, also kommentiere ich das mal wieder weg. Fokussieren wir uns auf die Safe Option, wo wirklich alles rein textbasiert geschieht. So, Konstruktor NPArray. Das heißt, zu unserem Repräsenter gesellt sich jetzt ein Konstruktor. Der nimmt einen Loader an. Sagen wir also den Base Loader und eine Node. Nur um es mal gesehen zu haben, wie so eine Node aussieht, printen wir die noch mal aus und wir return mal hier ein Placeholder. So, damit ist das Skript jetzt auch schon ausführbar. Wumms. So, jetzt haben wir hier ganz als letztes, vielleicht packe ich mal noch davor ein print barfu. So, und jetzt sehen wir hier, barfu wird in die Konsole ausgegeben und darunter ist jetzt das Dictionary. Und wir sehen hier, Array Data ist eine Liste von Listen. Und hier Array, da ist der Placeholder reingeschrieben worden. Also wir sehen hier, dass unser Konstruktor ausgeführt worden ist. Und hier über barfu, da sehen wir hier Print Node. Und das ist, was er uns jetzt in die Konsole reinschreibt. Dann kriegen wir hier eine Sequence Node mit dem Tag NumPy Array. Die hat ein Value, da drin ist eine Sequence Node mit einem Tag YAML.org 2002 Sequence Value Scalar Node Float 1.1 2.02. Das sind hier genau die Einträge aus der Matrix. Also, was wir hier sehen, ist ein Baum aus Nodes und da stehen alle wesentlichen Informationen drin. Und die Wurzel dieses Baums ist gerade aus der YAML extrahiert, derjenige Knoten, der den Tag NumPy Array hat, wo YAML jetzt out of the box nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Und das sagen wir ihm jetzt, wie es damit umgehen soll. Im Grunde hat es ja schon alle Fähigkeiten mit an Bord. Wir können nämlich sagen, Loader.constructSequence, ja, immer noch Sequence hier ist YAML-Sprech oder YAML-Vokabular für Liste. Und können sagen, Construct Sequence aus der Node und dann gibt es hier noch so einen D-Parameter und den setzen wir einfach auf True, dass er möglichst bis ans Ende dieses Baums geht und nicht einfach nur eine Ebene tiefer. Jetzt können wir dieses Main ausführen. Zack. Und jetzt ist hier ist wieder das, ne, hier wird barfu in die Konsole geschrieben, das steht hier. Und jetzt da drüben ist jetzt diese ganze Sequence Node, Scalar Node, das ist jetzt weg. Und stattdessen bekommen wir das hier.
nämlich eine Liste von Listen. Das ist, was dieses Construct Sequence uns aus diesem Baum gemacht hat. Und damit sind wir jetzt also schon so gut wie am Ziel. Wir sagen jetzt einfach Return NP-Array und das war's. Und damit verschwindet jetzt auch hier der Placeholder. Und statt des Placeholders steht jetzt ein NumPy-Array da. Das heißt also, jetzt mit diesem Konstruktor werden alle YAMLs, in denen das Custom Tag NumPy-Array auftaucht, bei mir lokal in NumPy-Arrays konvertiert. So, und das heißt, ich kann jetzt also ein NumPy-Array rausschreiben als Liste von Listen in einer YAML und ich kann es auch genauso wieder einlesen und da wird automatisch ein NumPy-Array draus gecastet, solange halt hier dieses Custom Tag auftaucht. Was auch insbesondere bedeutet, ich könnte dieses Custom Tag nehmen und auch hier bei dem Array Data anhängen. Dann kommentieren wir mal hier, wo ich das YAML überschreibe, mal weg, führen die Datei jetzt aus und zack, jetzt steht da zweimal das gleiche Array drin, weil hier das, diese, dieses Custom Tag dafür sorgt, dass mein Custom Konstruktor angewendet wird. Okay, so, dann das hier wieder weg, dass die YAML wieder überschrieben wird. So. Und in mehr oder minder der gleichen Art und Weise gehen wir auch, was heißt mehr oder minder, in exakt der gleichen Weise gehen wir auch vor bei der Compressed Sparse Row. Wir definieren einen Representer, nicht für NumPy-ND-Arrays, sondern für den Dateityp CSR-Matrix, den ich hier von SciPySparse importiert habe. Ja, hier CSR-Matrix. Wir übergeben eine Representer-Function, die hier gleich auftauchen wird, und geben vor, dass das Ganze für den Safe-Dumper gedacht ist. Und in gleicher Weise auch gehen wir so vor bei dem Konstruktor. Genau, wir sagen für welchen Tag. Der Tag ist jetzt noch nicht definiert. Den packen wir einfach hier dazu. So, wir sagen für welchen Tag. Wir sagen, welche Konstruktorfunktion, die existiert noch nicht, aber gleich. Und wir sagen für welchen Loader. Na, der Safe Loader. So, jetzt brauchen wir also nur noch die Representer-Function und die Konstruktor-Function. Und auch die sind sehr stark ähnlich zu dem, was wir bis eben gerade schon aufgebaut haben. Dann haben wir einmal hier die Representer-Function. Auch wieder nimmt sie einen Dumper an. Ja, YAML Base Dumper. Sie nimmt eine inData an, das ist eine CSR-Matrix. Und jetzt wird gesagt, wie diese. Und jetzt sagen wir also, wie diese in String konvertiert wird. Abermals nutzen wir die innere Funktionalität von YAML aus. Vorhin war es Represent Sequence, also wandle eine Python-Liste in YAML-String um. Jetzt ist Represent Mapping, also wandle ein Python-Dictionary in ein YAML-String um. Und welches Dictionary? Na, das bauen wir uns innen drin hier auf. Wir sagen, von der CSA-Matrix, die reinkommt, nehmen wir uns das Data Array, ToList, nehmen wir uns Indices, ToList, nehmen wir uns den Index Pointer und den Shape, passen alles an, möglichst günstig für die YAML und sagen, und das Ganze soll dann so in die YAML wie ein Dictionary einfach umgeschrieben werden und in gleicher Weise kommt dann auch noch ein Konstruktor dazu. So, auch der Konstruktor hier wieder, ja, der nimmt einen Loader, der vom Typ YAML Base Loader ist. Er nimmt eine Node und eben hatten wir hier Loader Construct Sequence. Hier sagen wir jetzt also Loader Construct Mapping, also bau uns da wieder ein Dictionary draus. Dieses Dictionary legen wir lokal ab hier auf Subdict und aus diesem Subdict können wir uns jetzt Data, Indices, Index Pointer und Shape wieder rausholen und daraus eine CSR-Matrix bauen. So, und das heißt also, ja, wir erzeugen hier unsere YAML, hier lesen wir unsere YAML aus und printen sie in die Konsole, führen das alles einmal aus. Fertig. Ich habe jetzt nur vergessen, hier oben zu sagen, so, YAML Dict, Array, Array Data und neu jetzt die Sparse Matrix. Und zack, was sehen wir da? Wir haben jetzt hier, wir haben jetzt unser Array-Schlüssel, wo das Array hinterlegt. Wir haben Array-Data, wo eine Liste von Listen hinterlegt ist. Und jetzt neu Sparse-Array, wo jetzt hier 4 times 4 Sparse-Matrix of Type Class NumPy Float with 4 stored elements in Compressed Sparse Row Format. Also
sehr langer Ausdruck, um zu sagen, da liegt eine CSR-Matrix. Auf die können wir auch problemlos zugreifen. Sagen wir sie hier, print bar foo. Gucken wir uns an, was liegt denn hinter dem Schlüssel SPArray und können sogar sagen, das konvertieren wir in ein dichtes Array, um es für den Print lesbarer zu machen. Und zack, siehe da, hier ist wieder unsere Sparse Matrix. Hier oben ist die Vorlage, die in die YAML geschrieben wurde. Das ist hier unten was, was der YAML wieder ausgelesen haben. Wir sehen, an den gleichen Stellen sind Einträge und auch vom gleichen Wert. Also der Übertrag hat geklappt. Und schauen wir jetzt in die YAML-Datei rein, dann sehen wir hier einmal unser dichtes Array mit Ausrufezeichen NumPy-Array. Wir sehen unser Sparse-Array mit Ausrufezeichen SciPy-CSR und hier Data-Indices, Index-Pointer-Shape und so weiter und so fort. Alle notwendigen Felder, die man braucht, um eine CSR-Matrix zu beschreiben und zu erzeugen. Und das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Auf diese Weise könnt ihr also beliebig Vektoren, Matrizen, Arrays, Sparse-Vidents rein und rausschreiben mit Hilfe von YAML, um so zwischen Python-Läufen solche Datenstrukturen zu sichern und die Daten zu sichern. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, hoffentlich in weniger als 3 Monaten.